gewohnt bin. So wie immer in der Sonographie, wie wir zum Ultraschall in der Medizin sagen. Wissen Sie, wo wir in diesem Gebäude untergebracht sind mit der Sonographie? Auf Ebene minus 2. Die Tiefgarage ist unsere Nachbarin, eine finsterere Höhle gibt es gar nicht mehr. Und das Einzige, was uns von Fledermäusen unterscheidet, ist, dass wir nicht mit dem Kopf von der Decke hängen. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Unser Projekt in der Sonographie beschäftigt sich mit neuen Lehrmedien, Lehrmaterialien für die Studierenden. Weil was interessiert jemanden, wenn es im Bauch zwickt oder zwackt oder blubbert? Wir wollen eine Untersuchung haben und derjenige oder diejenige, die das macht, soll ja die Organe erkennen und die Organstrukturen richtig zuordnen können. Das heißt, die Studierenden haben eine interaktive Lernumgebung, in der sie Bilder, die bunt animiert sind, oder eben Videos, Ultraschallvideos, die Sie zu jeder Zeit stoppen können und nachschauen können, weiß ich schon, wie das Organ jetzt heißt oder wie das ausschaut. Die haben das zur Verfügung und das ist das Thema meines Projekts. Was brauchen wir, um einen Ultraschall durchführen zu können? Einen Schallkopf. Und mit diesem Schallkopf können wir dann, und natürlich ein Objekt zum Schallen, den Körper wie eine Salami in dünne Scheiben schneiden und in allen Ebenen. Und das ist auch das Schwierige für die Studierenden, zu verfolgen oder zu wissen, wo sind wir denn jetzt gerade. Und jetzt werden Sie staunen, welche wilde Kreaturen wir in unserem Körper eingebaut haben. Ich nehme sie jetzt mit auf eine Offline, also wir schalten den ganzen Computerschnickschnack einmal aus, auf eine Offline-kreative Lehrreise der Sonographie. Also wenn wir jetzt einmal den Schallkopf da irgendwo dran halten oder eben wir klicken das erste Video an und stoppen es genau in dieser Einstellung, sehen Sie die Leber. Und dazwischen da drinnen ist so eine dynamische schwarze Gefäßstruktur. Und wir finden in der Sonographie, das schaut doch aus wie der springende Hirsch. Sie sehen, welche blumige Begriffe wir auch in der Sonographie verwenden und welche Kreaturen wir alle in unserem Körper eingebaut haben. Und wenn jetzt die Nadel noch reingehen wird, wäre das natürlich noch besser. Und wir werden, Sie werden auch sehen, wir machen heute alle wichtigen Themen des Jahreskreises durch. Das könnte ja auch Rudolph the Red-Nosed Reindeer sein. Und wenn wir dann das nächste Organsystem ein bisschen anklicken in unserer interaktiven Lernumgebung, dann kommen wir ebenfalls in der Leber auch zu einem sehr wichtigen Gefäßsystem. Alle haben das, ich schwöre es Ihnen. Wir sagen, es ist der Hase. Und weil bald Ostern ist, kriegt er auch Ostereier dazu. Und für die ganz hinten, die das vielleicht nicht gut sehen, haben wir den auch extra in groß gemacht. Und das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, denn die Studierenden sollen natürlich auch lernen, ist der Hase so groß und die Leber so klein, dann passt was nicht. Und damit wir das alles gut erkennen, haben wir in unserem Körper nicht nur ein Bauchgefühl oder ein Bauchhirn eingebaut, wir haben mitten in unserem Oberbauch ein Auge. Und weil Sie erst am Anfang Ihrer sonografischen Karriere stehen, haben wir uns gedacht, heute gibt es ausnahmsweise nur für Sie Wimpern dazu. Die Wimper hält ganz einfach nicht. Und darüber ist unser scheues Pankreas, diese Bauchspeicheldrüse, die hat doch noch so eine Eigenschaft, wenn die älter wird, dann wird die weiß, wie unser Haar. Und diese Struktur, diese Augenbraue, die hilft uns, dass wir trotzdem unsere Bauchspeicheldrüse finden. Und für das letzte Bild bitte ich um Ihre geschätzte Meinung, liebes Publikum. Wer glaubt, diese Struktur, die wir hier sehen, ist ein Schwalbenschwanz, der reibt sich am rechten Ohrläppchen? Wer glaubt, dass diese Struktur, ich helfe Ihnen, es ist nämlich auch hier die Bauchschlagader, also wir schauen auf die Salamischeibe von unten drauf. Wer glaubt, dass das eine Walflosse ist, reibt sich das linke Ohrläppchen. Und wer glaubt, dass das eine Palme ist,
springt einmal in die Höhe. Bitte. Sie sind ein unglaubliches Publikum. Nach 5 Minuten Sonografie, Sie haben nämlich alle recht, aber wir finden, dass das definitiv eine Südseepalme ist und die schwingt auf unserer Bauchschlagader im Südseewind. Und am Ende dieses dunklen oder dieser dunklen Lehrumgebungssonographie geht jeden Tag immer wieder und hoffentlich auch jedem Studierenden oder jeder Studierenden ein Licht auf. Aber auf jeden Fall die Sonne an. Dankeschön. Applaus